Willkommen zum neuen Vlog. Und das starten wir natürlich gleich wieder mal mit Foodporn. Oh, zieht euch das rein. Was ist denn das, Maus? Wie nennst du das? Quattro Formace Nudelfanne. Okay. Boah, mit mehreren Sorten Käse drin. Champignons, Veggie Tortellini. Da hinten haben wir dann nochmal Veggie geschnetzeltes mit Gemüse. Und hey, hier stibitzen die Kinder schon Nudeln raus. Also ich glaube, es wird Zeit, dass wir jetzt Futter nehmen. Also Mahlzeit, Freunde. Lasst es euch schmecken und viel Spaß mit dem dieswöchigen Vlog-Rückblick. Oh, Alter. Sieht das geil aus. Auto ausgraben. Ihr müsst euch das mal reinziehen, wie viel hier auf dem Dach ist. So. Das sind, was weiß ich, 15 cm, 20, Neuschnee auf dem Dach. Ups, nur heute. Total irre, wie das macht. Wie ich das hier aushalte mit einem schönen Bräunlinger Kellerpilz. Schön, mobile Workstation dabei heute zum Schaffen. Ne? Werden wir mal rüber ein bisschen die Facebook-Seite Vordermann bringen. Und das Ganze gemütlich in der Wirtschaft. Wieder mal eine Uhr zurück. Von NATO-Band auf Original Edelstahl, denn die schöne Klosse hier darf zurück in den Gierkreislauf. Schaut euch mal das schöne Werk da hinten an. Ist das nicht cool? Eigentlich eine schöne Uhr. Nach einem NATO-Band, wie auch einem Edelstahlarmband, eine gute Figur. So, hier meine Uhrentasche. Für alles, was ich so brauche. Ersatzteile, Handschuhe, Werkzeug, Bänder. Jo, bauen wir mal um. Wie wenig man heutzutage braucht, um mobil komplett arbeiten zu können. Du brauchst eigentlich bloß ein Notebook mit Internetzugang, gute Kamera, Panasonic, Lumix, DMC-300 und dann auch einen guten Rucksack, um das Ganze zu transportieren. Und schon bist du wirklich mobil, überall einsatzbereit. Und auch ein bisschen die Dehydration arbeite. Wieder am Stahlarmband und ready to go. Verpackt mit Papieren und Ersatzteilen. Originalverpackung habe ich leider keine mehr dazu. Freunde, die Post war da und hat ein wunderschönes altes Leatherman vorbeigebracht. Ein PST, Personal Survival Tool. Das erste richtige kommerzielle Multitool von Leatherman. Cool, jetzt brauche ich doch langsam mal eine Mini-Vitrine für meine beiden Leathermans. Original bei der PK mit dem Leatherman bekommen und jetzt noch sein erster kommerzieller Erfolg. Ein PST. Coole Sache. In super Zustand mit schöner, klassischer, gut verarbeiteter alter Ledertasche. Also was sollten sie heute noch dazulegen? Nicht diese Nylon-Pounds mit Klettverschluss. Super Sache. Nicht zu verachteten, zu verachtendes, wichtiges EDC-Accessoire ist eigentlich ein guter, robuster Gürtel. Bloß der ist mir einfach ein bisschen zu schmal, um viele Sachen gut sicher zu halten. Da habe ich mir hier mal einen fetten 4 cm breiten Gürtel gekauft. Damit hier das alles ein bisschen stabiler und fester sitzt und nicht immer so hin und her schlackert und wackelt. Ein wichtiges, würde ich sagen, Utensil, das man eigentlich jeden Tag trägt. Und auch der sollte, wie Schuhe zum Beispiel, richtig gut passen und sitzen. Ja, richtig schön massiv. Made in Germany. Perfekt. Ich breche ab. Der Kollege hat gerade noch irgendwo aus dem Schrank ein IP10-Notebook von 1875 rauskramt. Läuft sogar noch an. Jetzt gucken wir mal, ob wir auf dem Teil noch Windows 10 installieren können. Abgefahren. Unten ist noch ein Windows 98 Seriennummer Aufkleber drauf. Okay, ist ein paar Tage alt. Die Schönheit verlässt mich schon wieder. Die werde ich wirklich vermissen, sagte meine Frau noch. Ja, warum verkaufst du denn wieder, wenn sie dir so gefällt? Tja, ich kann nicht anders. Der Kodex des Gierkreislauf verlangt's. Die werde ich echt vermissen. Das ist eine geile Quarzuhr.
Psycho Solar Divers. Zieht euch die Serie rein, die gibt es ja noch als Chronograph. Die ist echt top. Ich habe es jetzt gerade verglichen. Die Leuchtkraft der Leuchtmasse mit der Omega. Die Omega kann nicht mithalten. Ich habe gesagt, die ist verrückt. Das ist eine 200-Euro-Uhr. Und die teure Uhr liegt im Schrank. Aber ja, so ist es mit dem Gierkreislauf. Es gibt Spielregeln, an die muss man sich halten. Das sind Naturgesetze. Die sind unumstößlich. Gierkreislauf muss am Laufen erhalten bleiben. Eine geile Psycho. Ich habe schon lange nicht mehr gesehen. Genau 10 Jahre im Schrank, auspacken, anschalten, bootet. Yeah. Er hat immerhin einen USB-Stick. Mal schauen. Windows 10 zum Laufen kriegen. Herzlich willkommen wieder zu einem kurzen Giveaway-Geek-Tipp. Der gute Stefan. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Hotsein Sanremo Land 910 Titan in einem Giveaway für Umwelt. Schorle, ist das ein Kran mit einem extremen Ausliegereimer über die ganze Geschichte. Um da drüben eine gigantische Glasscheibe einzusetzen. Und so dick wie die ist, mein lieber Schorle. Da wird die ein paar hundert Kilo wiegen. Aber was für ein Autokran. Das war's schon mit dem dieswöchigen Vlog-Rückblick. Und wie immer jetzt der Hinweis, bis es soweit ist, am 25. Februar im Bogensporthotel Bad. Großer Messerstammtisch. Ich hoffe, es kommen ein paar Leute vorbei. Link zum Spezialvideo natürlich in dem Kommentarfeld unten. Also, wünsche euch einen schönen Freitagabend, schönes Wochenende, lasst es euch gut gehen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao, bis zum nächsten Mal, euer Hilbidi. Macht's gut, bye bye.